Herzlich willkommen zu Die Filmanalyse. Heute mit der Top 10 der besten Filme des Jahres 2012. Das Weihnachtsfest ist nicht mehr weit und es ist an der Zeit, Bilanz zu ziehen. Was waren die schönsten Kinofilme des Jahres 2012? 120 Mal war ich in diesem Jahr im Kino und ich muss sagen, dass Vielfalt immer seltener im Kino wird. Oft ist es so, man kommt in einen Cineplex und in neuen Sälen läuft, auf Deutsch gesagt, Mist. Das ist ein ganz großes Problem, dass es wirklich bei diesen ganzen vielen Filmen doch eigentlich eine Art Monokultur gibt. Ich möchte aber nun die aus den 120 Filmen, die ich gesehen habe, die 10 besten vorstellen. Denn Tobias Baukage von Moviepilot hat in der Süddeutschen Zeitung über das Gegenwartskino und die Krise, in der es sich befindet, geschrieben und schreibt am Ende dort: Die Filmindustrie in Hollywood wie in Deutschland steckt gerade nicht in einer kreativen Krise. Sie muss nur den Teufelskreis aus größer, teurer, dümmer, in den sie sich hineinmanövriert hat, schleunigst durchbrechen. Und das wäre auch mein Wunsch, dass ich ein bisschen diesen Teufelskreis durchbreche, indem ich jetzt 10 ganz große Filme vorstelle. Auf Platz 10 ist Moonrise Kingdom von Wes Anderson. Wes Anderson bringt die ganz großen Gefühle ins Kino, für die wir ja dieses Kino so lieben. Und das Besondere ist aber, dass Wes Anderson hier keine Geschichte von großen Gefühlen unter Erwachsenen erzählt. Vielleicht sind auch Erwachsene zu diesen Gefühlen gar nicht mehr in der Lage, sondern erzählt eine ganz große Liebesgeschichte zwischen einem Jungen und einem Mädchen. Eine Liebesgeschichte zwischen Kindern. Und das Besondere ist hier, dass sich Wes Anderson eigentlich auf Kleist bezieht, auf seine Schrift zum Marionettentheater. Denn Kleist schrieb: Doch das Paradies ist verriegelt und der Cherub hinter uns. Wir müssen die Reise um die Welt machen und sehen, ob es vielleicht von hinten irgendwo wieder offen ist. Und das macht Wes Anderson mit seinen Filmen. Er schaut, ob das Paradies zu den großen, echten, authentischen Gefühlen irgendwo sich wieder öffnen lässt, ob es irgendwo eine Tür gibt. Und diese Tür kann die Kinoleinwand sein. Auf Platz 9 ist die Dokumentation Work Hard, Play Hard von Carmen Losmann. Dieser Dokumentation heißt es: Wir müssen den kulturellen Wandel in die DNA des Mitarbeiters einpflanzen. Was Losmann hier mit grandiosen Bildern beschreibt von diesen neuen Büroräumen, mit integrierten Kindergärten, mit Fitnessstudios, mit gemeinsamen Trips am Wochenende der Angestellten und der Chefs, ist eine schöne neue Arbeitswelt. Das ist nicht mehr die Arbeitswelt, die Charlie Chaplin in Modern Times kritisierte. Das ist eine neue Arbeitswelt, die nicht nur die Arbeitskraft will, sondern wirklich den ganzen Menschen. Sie will das Humankapital effizient nutzbar machen. Und Carmen Losmann schafft es wirklich, diese Arbeitswelt kongenial auf die Leinwand zu bringen und bringt wirklich eine Ideologiekritik damit ins Kino, wie man sie lange nicht gesehen hat. Wer Krakauers Angestelltenbuch mochte, wird diesen Film lieben, weil er eine ganz neue Facette der schönen neuen neoliberalen Arbeitswelt aufzeigt. Auf Platz 8 The Dark Knight Rises von Christopher Nolan. Für mich ist dieser Film die gelungene Krönung der Batman-Trilogie. Das Besondere an dem Film ist, dass er zum einen Mainstream-Blockbuster ist, dass er aber auf der anderen Seite auch epische Momente hat, in denen ganz lange über Freiheit, Herrschaft, Diktatur und Gerechtigkeit reflektiert wird. Und für mich am beeindruckendsten waren die Szenen mit Bane. Bane ist ja ganz klar als Bösewicht markiert im Drehbuch und dann im Film, aber er spricht doch vielleicht eine Wahrheit aus, wenn er zur Masse spricht. Vielleicht ist es eine ganz brutale Wahrheit, vielleicht ist er der moderne Robespierre. Darüber lohnt es sich immer wieder nachzudenken. Auf Platz 7 ist die Romanverfilmung Die Wand von Julian Roman Pölzler. Der Roman ist von Marleen Haushofer und ist, würde ich sagen, einer der wichtigsten Romane der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Eine Frau alleine im Wald, um sie herum ist eine gläserne Wand. Sie kann keinen Kontakt zur Außenwelt mehr aufnehmen. Alles, was sie draußen sieht,
scheint tot zu sein. Und so bleibt dir nur eines übrig, einen inneren Monolog mit sich selbst zu führen und diesen aufzuschreiben. Diesen eigentlich unverfilmbaren Roman hat der Regisseur hier mit Martina Gedeck grandios in Szene gesetzt. Nie gab es so eine existenzielle Erfahrung im Kino wie bei dieser wunderbaren Romanverfilmung. Und Martina Gedecks Stimme wird man lange nicht mehr aus den Ohren bekommen. Auf Platz 6 ist Drive von Nicholas Winding Refn. Wer glaubt, die große Zeit der Helden sei vorbei, der hat Drive nicht gesehen. Wir wissen nicht, woher dieser namenlose Held kommt und wir wissen nicht, wohin er gehen wird. Wir wissen nur, dass Ryan Gosling ihn auf großartige Weise verkörpert. Nachdem nun jede alberne Comicfigur und selbst sogar James Bond nun durchpsychologisiert wurde, ist es doch ganz erfrischend, einmal wieder einen wirklichen Helden zu erleben, der nicht irgendeine alberne Mutter-Vater-Geschichte untergejubelt bekommt. Wir bekommen hier wirklich einen Helden, mit dem wir uns nicht direkt identifizieren können, der uns aber, weil er so geheimnisvoll ist, fasziniert. Während andere ihren Weltschmerz noch im Jutebeutel spazieren tragen, ist Ryan Gosling für mich der Mann der Stunde. Auf Platz 5 ist Liebe von Michael Haneke. Dieser Film lebt zum einen durch die wunderbaren Schauspieler. Emmanuel Rivard, Jean-Louis Trintignant und Isabelle Huppert machen ihm zu einem Hochgenuss. Selten hat man so grandios Schauspieler auf der Leinwand gesehen, außer vielleicht beim Weißen Band von Michael Haneke. Haneke kann mit Schauspielern umgehen, er kann aber auch, und das ist die andere Seite, mit Atmosphäre, mit Dichte umgehen, er kann Räume gestalten. Und es sollte nicht verwundern, dass am Abspann gleich zu lesen ist, wer der Geräuschemacher ist. Denn gerade die Geräusche, die Atmosphäre kreieren, die spielen für Haneke eine ganz große Rolle. Haneke ist der einsame Moralist und Humanist des europäischen Kinos. Sonst, wenn es um Humanismus im Kino geht, gibt es entweder eine kitschige Kuschel-Arthouse-Variante oder nur, und das ist die Independent-Version, bittere Ironie. Michael Haneke besteht weiterhin auf seiner Moral, auf dem Humanismus und tut das ganz klug. Und deswegen ist dieser Film sehenswert. Auf Platz 4 ist David Cronenbergs Cosmopolis. Es ist der Film, der die wirklich kühnsten Dialoge dieses Jahr uns im Kino präsentiert hat. Denn die These des Romans, auch schon von Don DeLillo, ist, dass das Geld reine Abstraktion geworden ist. Hier kommt man nicht mehr weiter mit guter alter Kaufmannsehre, wie man versucht, jetzt wieder den Kapitalismus schmackhaft zu machen. David Cronenberg führt uns hier eine Welt vor, in der es nichts Reales mehr gibt. Als sich draußen ein Mann auf der Straße verbrennt und sie mit der Limousine vorbeifahren, dann heißt es nur, das ist nicht real. Cronenberg zeigt uns eine eiskalte Welt, die nicht mehr zu retten ist. Und das schafft er mit unglaublichen Bildern, mit einer Oberflächengestaltung, wie ich sie noch nie gesehen habe. Auf Platz 3 ist der Film Barbara von Christian Petzold. Es gibt unglaublich viele Filme, dumme Filme, schreckliche Filme, alberne Filme über die DDR. Dies ist ein ganz anderer. Rot, Blau und Grün, das sind die Farben von Christian Petzold, mit denen er seine Bildwelt gestalten kann. Und das schafft er mit der wunderbaren Nina Hoss. Und er schafft dort, eine Geschichte zu erzählen, von einem Staat, der so diktatorisch ist, dass er in das Intimste seiner Protagonisten, seiner Bürger eingreift. Und das vermittelt Christian Petzold nicht auf eine laute Art, sondern auf ganz stille Weise. Und er rehabilitiert aber auch die Bürger in einem solchen Staat, die widerstehen, die aber auch nicht vielleicht laut auf die Straße gehen, sondern die im Kleinen sich ihre Moral und vor allem, und das wäre für Anna Segers oder so äußerst wichtig gewesen, ihren Anstand bewahren. Darum geht es in diesem Film. Und die Bundesrepublik Deutschland, das ist auch nicht hier einfach der Sehnsuchtsort, die Bundesrepublik Deutschland erscheint in diesem Film nur als Quellekatalog. Vielleicht, so deutet Petzold an, liegt die Freiheit allein in der Liebe.
Auf Platz 2 ist Shame von Steve McQueen mit dem faszinierenden Michael Fassbender. Shame ist das Porträt eines Sexsüchtigen, eines Getriebenen, der immer neue Lust konsumieren will. Und dafür zieht er durch die Großstadt New York. Es ist aber auch das Porträt einer Gesellschaft, deren Imperativ lautet: Have fun, genieße dein Leben. Und Steve McQueen zeigt uns genau diese Schattenseite, wenn man in der Wiederholungsschleife des Immergleichen, in den ewig kopulierenden Körpern gefangen ist, wenn es immer weitergehen muss und man nie zu einem Ziel kommt, wenn man nur noch in einem Rhythmus folgen muss, aus dem man niemals ausbrechen kann. Es ist ein todtrauriger, aber auch sehr schöner Film. Und das besonders, weil Carey Mulligan hier in diesem Film auf wundervolle Weise New York, New York singt. So, wie man es wirklich noch nie gehört hat. Für mich der beeindruckendste Moment 2012 im Kino. Und auf Platz 1 ist für mich das Meisterwerk des Jahres Holy Motors von Leos Carax mit Denis Lavant und mit Kylie Minogue und Eva Mendes. Heutzutage, so ist die These des Regisseurs, sind die Kameras überall. Und deswegen sind überall Filme, Filmchen omnipräsent. Das Kino hat seinen Status als Bildmaschine eingebüßt. Vielleicht ist das Kino längst etwas nur noch für Nostalgiker. Das ist die melancholische Grundstimmung dieses Films. Holy Motors aber bäumt sich dagegen auf. Leos Carax gelingt ein herzzerreißender Abgesang auf das Kino und gleichzeitig eine wütende Tirade gegen die Dauervideoüberwachung und den Dauerexhibitionismus unserer Gesellschaft. In Cronenbergs Cosmopolis wird immer wieder gefragt, was ist eigentlich mit den Stretch-Limousinen? Was machen die nachts? In Holy Motors erfahren wir, was sie nachts tun. Leos Carax hält die Antwort bereit, die ich noch nicht verraten möchte. Holy Motors ist nicht nur der mutigste Film des Jahres, sondern, glaube ich, auch der schönste. Auch dank der fantastischen Kylie Minogue, die nochmal etwas ganz Großes uns auf der Leinwand beschert, die Musical aufführt, die ganz großes Theater spielt und ganz großes Kino mit Nahaufnahme, mit viel Emphase uns bietet. Das Kino beschert uns außergewöhnliche Seherfahrungen. Das ist für Leos Carax ganz wichtig. Und das will er uns zeigen, dass das Kino das immer noch kann. Obwohl die Bilder überall sind, kann das Kino doch immer noch für ganz andere Bilder sorgen, für eine andere Sehweise. Das Kino kann, so ist die These von Carax, der schönste Ort der Welt sein. Denn im Kino ist alles möglich, wenn wir es zulassen. Sonst aber schauen wir nur, aber wir sehen nicht.